Mr. Mason? Genau, stürz ab. You want to be careful up here. Land is real treacherous. Sure. Real treacherous. I've been here before. Have you? Yes. Funny how things turn out. Never quite how you expect, is it? No, I don't suppose it is. What you shooting? Eagles. You know, the images, they really are beautiful. All thanks to you. I'd be some poor creature's bad meal by now, many times over, but for you. Oh, that's my pleasure. But please, you step away from the cliff edge. I'm trying to get an eagle there. Yeah, they're beautiful. But unlike you, they can fly. Too true. You really must think I'm a buffoon, don't you? You think I'm such a dimwit, I'd just slip off the edge of a cliff. No, but, well, maybe a little. Please, sir. Dense, but not that dense. This area is quite safe. Quite. Oh, oh! Genau. Damn. Es war so klar. You're right. I am that much of a buffoon. Put me out of my misery. Come here. Oh dear. Oh, thank you. You know what? Bugger the eagles, I'm going home. You know, I really did get some amazing pictures, thanks to you. And somehow, I haven't quite broken my neck. You take care. And you too, sir. Sorry for all the trouble. Oh. Ernsthaft? Das war's jetzt? Mission abgeschlossen. Okay. Albert Mason bezahlt für seine Arbeit fast mit dem Leben, nachdem er von einer Klippe stürzt, als er versucht, Fotos... Ja, das wissen wir ja alles. Oh. Ich dachte, die geben jetzt einen Hinweis darauf. Oder er bezahlt uns, habe ich jetzt gedacht, als ich das bezahlt gelesen hatte. Bin ich ja ganz ehrlich. Aber das war's schon. Also der will irgendwie nicht mehr. Keine Ahnung. Vielleicht hat er noch was für uns. Wer weiß, wer weiß. Ich glaube, dass immer eine neue Quest kommt, wenn man geschlafen hat, so wie ich das bisher mitbekommen habe. Ist jetzt nur eine Vermutung von mir, aber falls ihr so eine Quest nach der anderen machen wollt, könnt ihr das mal ausprobieren, dass ihr einfach euch schlafen legt, ob dann was Neues kommt. Weil ich denke mal, wenn ich jetzt gucke... Nee, wenn ich jetzt gucke, passiert nämlich gar nichts. Dann haben wir nur diese beiden alten Quests, die uns dann wahrscheinlich noch ins nächste Level bringen. Yeah. Please, sir, please stop. Oh, I beg you. Oh, I'm in bad sorts here. I took a little jolt and have managed to get myself hopelessly lost. I am staying in Strawberry. If you could just guide me back. Okay. Can't think of a good reason to say no. Oh, thank you, sir. Shall I hop up there on the back with you? Ja, du kannst doch neben mir laufen. Work, don't I? Well, yes, I suppose. It's just a little demeaning. Ernsthaft? What are you doing out here anyway? It clearly ain't your natural habitat. Ist das dein Ernst jetzt? Die ganzen Weiber nimmst du bei dir hinten auf dem Pferd rauf? I'm from New York City, actually. You don't say. Oh yes, there was some talk at the country club about this burgeoning little resort town called Strawberry. So I thought it might be quite the trip to see what all the fuss was. Perhaps make a few investments while it was still undervalued. Turns out I was made the fool. Not enjoying it then? It's a town of splinters. If you could call it much of a town at all, I'd hardly stepped off the carriage and I'd taken in the whole place. I suppose some might call it charming. Let me tell you, charm is not worth much these days. You show me a timber frame shack, and I'll show you Broadway. And meanwhile, you have this mayor, a quite intolerable blowhard. A little bespoke woodwork, and he thinks this is a cultural. The man's completely deluded. Well, I should give him some credit. He must be quite the salesman. He did get me out here, after all. More fool me. Now I'm tromping through the leaves in the muck with some cowboy. No offense. Little taken.
Wieso hat der den nicht einfach hinten drauf genommen, Mann? Das dauert doch jetzt hier unendlich lange. Leider fallen mir jetzt keine Cowboy-Lieder ein, sonst würde ich jetzt anfangen zu singen. Aber ich glaube, dadurch, dass ich eh krank bin und meine Stimmbänder im Moment sehr in Mitleidenschaft gezogen sind, ist das vielleicht doch besser für alle. Gibt es irgendwelche Kräuter zu sammeln oder so? Das ist ja langweilig. Muss ich jetzt hier eine Stunde mit dem neben dem herlaufen? Ich meine, natürlich, es ist mal ganz angenehm, einfach mal so im Schritt zu reiten, ne? Aber... Junge, warum läufst du jetzt auf der anderen Seite? Was machst du? Are we close to town? Hello, Mister. Da kommt eine Kutsche. Hol mal ein bisschen auf. You seem quite the resourceful sort, sir. If for some reason you plan to spend any time in Strawberry, you may want to look into that gabbing mayor. Something is definitely off with him. Die Schwätzer vom Bürgermeister. Maybe stay in town for now, huh? A rock and a hard place. Thanks anyway. Okay. New Yorkers. Jesus. Also, er hat gesagt, ich soll mal die Schwätzer vom Bürgermeister unter die Lupe nehmen. Na gut, der ist ungefähr genauso weit weg. Was haben wir denn hier alles? Eine Mutprobe. Ja gut, die haben wir schon mal gemacht. Postkutsche, ein Gemischtwarenladen, Zeitungsverkäufer, Postmeisterei, ein Schlachter und ein Hotel. Gut, wir müssen natürlich nach oben zu Mikai. Wir wollen es nicht, aber wir müssen. So, zur Sicherheit habe ich jetzt nochmal gespeichert. Yeah. Hello, sir. I've come from Blackwater. I'm on the trail of a dangerous gang, Como Driscoll. Heard you had some sort of incident. We don't deal with bounty hunters around here, son. I was just wondering if I could get a description. Well, they weren't friends. They got in a fight, two men got killed. Now, one of them's an idiot, the other's some kind of dumb mick, so maybe them's your boys. You can look right enough when we hang them. Thank you, Sheriff. Okay, also drei Leute sind da drin. Alle bewaffnet. Tja. Finde und rede mit Mikai. Es hat sich so angehört, als ob das von hier unten kam. You think these bars can hold me? You hear me? Arthur! Arthur! Hello, old friend. Had a good time, did you? You going to get me out of here? I ain't decided yet. Real funny. Oh, I ain't joking, cowpoke. I heard so much bluster out of your mouth these last 6 months. And now, I got an opportunity to watch you be silenced. Well, you gotta do something. Why? I always looked up to you, Arthur. Well, that's your first mistake. Listen, there's one little problem. There's only one of me, and there's a whole town full of people wanting to see you swing. You got to do something, Arthur. Ja, das werde ich dann auch. Nee, also ich habe Dynamit dabei, aber ich finde nicht, dass das eine gute Idee ist, weil dann kommen die hier oben raus.
Und das möchte ich doch erstmal verhindern. Ich denke mal, ich werde... Dampfhinder? Achso, das Ding da unten, was sich dreht wahrscheinlich. Ja, das hat man auch schon mal öfter gesehen in irgendwelchen Filmen. Das wollen wir jetzt aber auch nicht machen. Ich habe da... Das kann man wirklich nur auf dem Pferd aufziehen. Na toll. Ich habe da nämlich eine ganz andere... Naja, Taktik kann man nicht sagen. Ich weiß nicht, ob es was bringt, wenn ich jetzt ehrlich bin. Schadenreichweite, Feuerrate, Nachladezeit. Feuerrate, na gut, ich brauche eine, die etwas schnellere Feuerrate hat. Oh, Moment, mein Dead Eye ist gar nicht aufgeladen. Okay. Ja, dann fangen wir mal an. Mann, wieso ist dieses blöde Ding hier? Oh, Zellenschlüssel, okay. Vielleicht können wir ja so raus, ohne dass es da einen riesen Aufruhr gibt. Ich hoffe. Bisher sollte eigentlich noch niemand mitbekommen haben, dass ich dir jetzt... Naja gut, es ist geschossen worden. Das werden sie schon mitbekommen haben. Okay, da ist nichts drin. Mein Hut liegt noch da vorne. Das Tick-Tack gefällt mir gerade irgendwie gar nicht. Ich hoffe, das ist jetzt kein Tick-Tack so nach dem Motto, ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit oder so. Kann man das jetzt nehmen? Ja. Geht's noch raus? Ach so, da können wir vielleicht komplett entkommen. Hi. Come on, get this door open. Thank you, friend. Now give me a gun. Hey you. Immer. Hallo? Why the hell you do that? Geht's noch? I'll tell you later. Come on. Hell is wrong with you. Darf ich dich direkt hier abknallen, oder? Moment. Ich will dem aber nicht folgen. Hallo. Ich will, dass er mir folgt. Oh, so eine Scheiße. Warum ist er denn jetzt vorne raus? Wo schießt da noch einer? Don't go that way. Let's get the hell out of here. I got some unfinished business. Trust me, Morgan. Trust you. Let's get out of here. You have finally lost your damn mind. You goddamn maniac. I should have left you to hang. We're in it now, Morgan. What do you want to do? Wo schießt da jetzt jemand? Hallo? We should be long gone by now. They got something of mine I ain't leaving without. Who? Oh, jetzt habe ich die Waffe wieder nicht mehr. Join those lads. I'll kill you twice. Come on. Toll. Let's clear them out. Shit, more of the bastards. I can see that. Who else wants to step up? Come on!
Get ready to die, you skits! Let's go! Where are we going? Making a house call! Arthur, get up here, damn it! Hallo! Woohoo! Will you go down? We really should get out of here. Calm yourself, woman. Like I said, I need to see someone. Was macht ihr denn? Get out here! Skinny! It ain't Skinny, Micah, it's Norman. Oh. You always was a letdown, you fat sack of crap. Excuse me a minute, Arthur. Geht's noch? Ich kann jetzt hier nur stehen bleiben, oder wie? Did you miss me? They had something of mine. My guns. I showed him. And I'll show the rest of this town! You have really lost it this time. You're dead! Now! Say your prayers, you bastard! Hallo! Warum ist meine Waffe jetzt? Keep shooting! Don't give up! On me now! Where are you, Morgan? Up here! Come on! The law in this town's a damn joke! Stop where you are! We could have been long gone, but no! You have to shoot the entire town! Who's gonna get that man? Hallo, wieso kann ich nicht schießen? Where are you going now? You wanna get out? You wanna get out of here, don't you? Stay with me. Hallo? Ist der wahnsinnig geworden oder was? Das war eine rhetorische Frage. Ja, ja, du verwüstest hier alles, was nicht der Plan war. Ah, wie komme ich jetzt hier aus dem Mist raus? Hallo? Willst du mich verarschen? Der stand doch gerade noch vor mir. Oder nicht? Ist jetzt abgehauen oder was? Hä? More of them. Shoot the devil out of those cats. God damn it. Keep riding, Morgan. I don't have much choice. Yeah. More of the bastards. Join the party, boys! You ain't leaving here! Ich hätte diesen Scheißtypen wirklich verrecken lassen sollen. They're signing off. Hanging's too good for you sons of bitches. Aber Moment mal, ich muss hier mein Dings noch mal ein bisschen auffüllen. Hä, wieso kann ich das Dead Eye nicht benutzen? That was some good shooting, Morgan. Whew, I gotta hand it to you. What the hell was that you pulled back there? Yeah. Got a bit wild, all right. Wild?
Making a house call in the middle of all that? Ain't much I care about more than those guns. That much is clear. Who was that fella? Skinny? Yeah, we ran together for a while. Did a bank job down south. Didn't end well. I saw how it goddamn ended. He was gonna let me hang. I'm starting to wish I had. And you owe Lenny, too. If he hadn't found us in time... Yes, you will all be thanked profusely, I promise. Yeah, well, you're lucky Dutch has got your back. For some unknown reason. Wieso reitet der nicht zurück? Oh. I think we finally lost him. Well, I hope so. I'm giving you a holster. My way of saying thank you. And thank you. There I was, having a dull day only for you. To liven it up by letting me help you shoot up half a town. You're a funny fella, Arthur. Real funny. Why you act all sour all the time? Yeah, well, you ain't funny at all. So why you gotta act like the court jester? All right, listen. I'm sorry, but we're family now. Arthur, you and me. Sons of Dutch makes us brothers. Sometimes brothers make mistakes. I'm heading back to my little camp round back of Strawberry. Come see me. Maybe I can make things up to you. So you ain't heading back to Dutch? No, I've been a bad boy, Arthur. I ain't seeing Dutch till I can bring him a peace offering. Bye now. Yeah. Willst du mich verarschen? Nur wegen dem Dutch habe ich dich da rausgeholt. Ich habe jetzt ein Zweitholster. Dieses ermöglicht es dir, zwei Handfeuerwaffen gleichzeitig zu tragen. Okay. Und abzufeuern. Okay. Das sieht dann wie aus? So, Mission abgeschlossen. Selig sind die Sanftmütigen. Jetzt will ich aber mal wissen, töte bei der Flucht die berittenen Gesetzeshüter innerhalb von 55 Sekunden. Ich wusste ja gar nicht, wo die kamen. Lande 15 Kopfschüsse. Naja gut, das war jetzt die Hetze des Gefechts. Schließe die Mission mit mindestens 70% Genauigkeit ab. Schließe die Mission ab, ohne Gesundheitsgegenstände zu benutzen. Ja, toll. Also hätte ich mein Dead Eye lieber nicht so oft benutzen sollen. Naja. Nach schweren Straftaten werden die Städte oft für einige Zeit abgeriegelt. Sie werden dann auf der Pausekarte Menü als Route... was? Wie? Wo? Achso, Strawberry ist das dann aber. Okay. Ja. Aber wo ist jetzt das Lager von denen? Der hat doch gesagt, der hat ein Lager bei Strawberry. Was mir jetzt nicht angezeigt wird. Ich dachte, da soll ich jetzt hinreiten. Okay. Irgendwie gefiel mir diese Mission jetzt so überhaupt nicht. Ihr habt mich jetzt total wieder rausgebracht aus meinen, ich bin ein guter Kerl, ja, Spiel. Das fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht lustig. Ich werde mich dann erstmal aufmachen zum Lager und ich denke mal, dass ich dem Dutch dann darüber berichten werden muss. Und ja, keine Ahnung, warum der jetzt nicht mitgekommen ist. Ich meine, der Dutch hat ja immerhin gesagt, ich soll ihn aus dem Gefängnis holen. Ich bereue es jetzt schon. Guten Morgen, Dutch. Ich muss mit dir sprechen. Good morning, Arthur. It was a heap of trouble, but I got Mike out of jail. Oh, thank you, Arthur. So where is he? Still out round that way. Looking for a peace offering, he said. Anyway, I won't disturb you. Okay, Arthur. Das war's jetzt? Na toll. Aber ich habe ihm zumindest Bescheid gegeben.